Das Können, diese Karriere des Peter Alexander eigentlich alles beeinflusst. Was muss man denn können, um so zu werden? Tja, das wäre eine Doktorarbeit, wenn wir darüber reden. Die Zeit haben wir nicht. Ich versuche es kurz zu sagen. Talent scheint eine Voraussetzung zu sein. Intelligenz, um zu erfassen, in was man sich da begibt. Technik kann man lernen. Aber das Allerwichtigste scheint mir doch zu sein, seinen Weg zu finden. Was passt zu mir? Was soll ich machen? Was muss ich machen? Was soll ich lassen? Auch nicht unwichtig. Jetzt ist er 80 Jahre alt. Was sind schon 80 Jahre? Der Juppe Hess, das hat uns was vorgelegt, nicht? Wir sind, wie ich immer sage, er ist auf dem besten Weg. Und er macht vor allem, hört man, viel hört man ja nicht, er macht, was er will. Genau. Was er wirklich will. Das Was macht er? ist. Wissen Sie, was er macht? Ja, er geht viel spazieren. Er liest gern, er macht Kreuzworträtsel, er hat seine Modelleisenbahn, wo er schon mal ab und zu mitspielt. Er spielt viel Klavier. Jazz auch? Ja, vor Ja, allen ja, 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 Dingen. Das ja, ist ja sein großes Hobby. ja. Liebe Frau Elfriede, Ja? wir begrüßen Sie heute zu viert, gell? Ja, guten Abend. Herzlich willkommen bei uns. Ja, also ich bin mit Peter Alexander in die Volksschule in die Galileigasse gegangen. Und ich habe ihn auf meinem Kommunionbild drauf, Erstkommunionbild. Und ich frage auch immer, ich zeige das oft her und lasse raten, welcher Bub er ist. Und eine Tante von mir, die hat im gleichen Haus gewohnt, in der Sechsschimmelgasse. Und die hat immer erzählt, bei ihr im Haus wohnt so ein lieber Bub, der so lieb grüßt und so höflich ist. Das ist Also positive. meine Erinnerung an Peter Alexander, wie ich ein Kind war. Ich war auch jetzt 80 Jahre. Frau Elfriede, herzliche Gratulation. Ja, danke auch schön. Ihnen. Alles Liebe. Danke für Ihren Danke. Anruf. Danke. Frau Rosi, Ja. begrüße Sie herzlich. Grüße, guten Abend. Sind Sie auch in die Volksschule gegangen mit ihm? Nein, bin ein bisschen später dran gewesen. Und zwar, ich bin schon in die Handelsschule gegangen, das war im Jahr 57, und da hat der Peter Alexander im Bärenmühldurchgang gewohnt. Und mit einigen Schulkollegen waren wir ja pausenlos auf Autogrammjagd. Und sind wir drauf gekommen, dort wohnt der Peter Alexander. Im ersten Stock haben angeläutet, ein paar Minuten später geht die Tür auf und was ganz Langes, Dünnes in einem gelb-grünen Bademantel steht vor mir. Dann haben wir nach Luft geschnappt und dann ganz mutig, dürfen wir um ein Autogramm bitten? Aber natürlich, meine Damen, hat er gesagt, warte einen Moment, ist verschwunden und ist mit einer Handvoll Autogrammkarten zurückgekommen, die er unter uns ausgeteilt hat. Ich habe meine heute noch. Und es Was war mal ein unvergesslicher Eindruck. was Und Langes, Dünnes. ich freue mich, dass ich dem Peter Alexander vielleicht auf diesem Weg auch zum Geburtstag gratulieren kann. Bitte tun Sie das. Herzlichen Dank dafür und danke auch für Ihren Dankeschön Anruf. wieder. Es kommt schon so raus, gell? Einer, der grüßen konnte und es immer noch kann, ja, als Kind schon, freundlich zu seinen Fans. Das sind auch Qualitäten, die ja nicht alle Stars und sogenannte Stars. Es gibt ja auch sogenannte Stars. Er ist ja wirklich einer. Er war immer für seine Fans da. Er hat immer bis zur letzten Minute, wo ein Fan da war, Autogramme geschrieben. Und wenn es Stunden dauerte und wenn er noch so müde war, er stand da und hat jedem Fan eine Autogrammkarte noch gegeben. Frau Löhr, ich weiß von Ihnen, dass Ihr lieber Mann leider im vergangenen Jahr verstorben ist. Plötzlich und überraschend. 40 Jahre waren Sie 39, fast ja fast. verheiratet. Aber zwei Kinder haben Sie und sechs Enkel haben Sie. Ja. War Ihr Mann auch Peter Alexander-Fan? Er war kein Peter Alexander-Fan, aber er hat mein Hobby eben doch unterstützt, indem er mir sehr geholfen hat, mein Archiv aufzubauen. Dadurch ist das jetzt alles im Computer verewigt. War er nie eifersüchtig? Ein Brauchte er ja bisschen. nicht, denn das sind ja zwei verschiedene Schuhe. Sehr gescheit. Ich habe Peter Alexander verehrt, aber meinen Mann habe ich geliebt. Toll. Bravo. Toll.
Der muss ja ein unglaublich reifer Mensch auch gewesen sein, intelligenter Mensch. Würde meine Frau Robbie Williams so lieben wie Sie? Oder verehren, entschuldigen Sie, also verehren, ist ein Unterschied. Nein, mein Mann ist schon sehr... Ich würde explodieren, glaube ich. Mein Mann war ein sehr intelligenter Mensch. Ja, sehen Sie. Und er hat auch viel Humor. Und das macht auch viel aus. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wie war er als Kollege? Wie war er hinter den Kulissen, wenn die Kameras nicht gelaufen sind, wenn die Mikrofone nicht an waren? Wie war er dabei? Naja, er war bei der Arbeit eigentlich eher ruhig, scheu. Und zwischendurch dann war er wieder plötzlich ein Springinger und hat Geschichten erzählt und war lustig, aber sehr konzentriert, immer bei der Arbeit. Absolut. Er hat ja dem Fernsehen auch Quoten beschert, die ja heute undenkbar sind. Ja, undenkbar sind, auch aus verschiedenen Gründen. Warum war das damals so? Was, weil die Reizüberflutung nicht gegeben war, wie sie heute ist? Ja, das wüsste ich eigentlich nicht zu beantworten. Was meinst du? Was meinst du mit Reizüberflutung? Ja, das Angebot ist ja so breit gefächert. Viele Sender, viele ja, Kino. Das ist richtig. Man kann sich heute eigentlich kaum mehr orientieren. Ich meine, wir haben ungefähr 200, 300 Sender mit 24 Stunden Programm. Wie oft sehen wir uns was an und nächsten Tag wissen wir gar nicht mehr, was wir gesehen haben. Richtig. Aber es ist was Spezielles, glaube ich, mit dem, was er getan hat, was einem blieb. Man hat es verstanden. Man ist mitgegangen, man konnte lachen, man konnte, es geht ins Ohr, es geht aufs Gemüt. Und heute haben wir natürlich einen anderen Stil, zum Großteil. Die Actionfilme sind wunderbar, sie sind perfekt gekonnt, aber man fragt sich doch den nächsten Tag oft, was habe ich eigentlich gestern gesehen? Wo war der rote Faden? Man kennt sich oft nicht aus. Man kennt sich nicht mehr aus. Und das ist manchmal bei den Verantwortlichen auch gar nicht mehr so interessant. Ich habe in Italien einen Film gedreht und machte den Regisseur aufmerksam. Das scheint mir ein Fehler zu sein, was da passiert, ein Regiefehler. Wo er sagt, na, deine Sorgen möchte ich haben. Ja, deine Sorgen möchte ich haben. Wie wird denn Peter Alexander seinen Geburtstag heute feiern? Wird er ihn feiern? Er wird ihn sicher feiern. Wie ich gehört habe von seiner Tochter, wird erstmal das Fußballspiel geguckt, Deutschland gegen Argentinien. Das ist ganz, ganz wichtig für Peter Alexander, weil er auch ein ganz großer Fußballfan ist. Machen Sie es ihm jetzt nicht nach, bitte. Und dann wird die Feier im kleinen Familienkreis sicher nachgeholt. Auch eine ganz tüchtige, tolle Tochter. Künstlerin und tolle Frau. Ich möchte noch ein Buch bitte herzeigen von Claudio Honsal, die Biografie. Peter Alexander, das Leben ist lebenswert, im Amalthea Verlag erschienen, auch eine ganz tolle Geschichte, wo auch von euch einiges drinnen steht. Viele Geschichten, ja. Viele Geschichten, also auch ein ganz lesenswertes Buch zum Geburtstag des großen Künstlers, heute 80 Jahre jung. Und Ihr Buch möchte ich auch noch einmal herzeigen, liebe Frau Löhr. Das tat ich alles aus Liebe. Peter Alexander, auch eine ganz tolle Geschichte. Und das ist ehrlich gemeint. Und ehrlich gemeint, ja. Und es war für Sie auch eine gute Arbeit, ein bisschen Ihren großen Schmerz auch mit zu verarbeiten. Genau, und das sagte mir Peter Alexander auch, wenn es mir da drüber weghilft, dann könnte ich das gerne machen. Und da bin ich sehr, sehr dankbar. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für Ihren Besuch bei uns. Bitte. Schön, dass Sie zu uns gekommen sind. Liebe Waltraud, lieber Erwin, ebenso herzlichen Dank. Und es war nicht das letzte Mal. Und wir wollen bitte hier auch über den ORF dem Peter sagen, Peter, alles Liebe, alles Gute. Wir denken sehr, sehr oft an dich. Komm doch zurück zu deinen Verehrern. Ein schönes Schlusswort. Ich danke euch sehr. Dankeschön.